Ja, ich denke, dass wir klar deutlich gemacht haben, was für eine Philosophie wir haben. Leider ist am Anfang, hat es nicht ganz so gut geklappt, aber im Laufe des Spiels, denke ich, wurde es immer besser. Und gerade in der zweiten Halbzeit, denke ich, dass wir spielerisch einigermaßen gezeigt haben, was wir können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Haching natürlich auch im Pokal gesehen und ich fand auch, dass das Ergebnis nicht gerechtfertigt war, wo sie ausgeschieden sind. Ich finde es eine gute Truppe mit viel Potenzial nach oben. Natürlich sieht man auch, dass es noch eine junge Truppe ist, aber ich denke, mit so einem Trainer, mit so viel Erfahrung, ich bin positiv für die Zukunft und ich hoffe, dass Haching natürlich langsam die Schritte wieder nach oben macht, als Traditionsverein auch wieder hochkommt in die Bundesliga. Vielen Dank. Die Niederlage ist jetzt zwar hoch ausgefallen, sage ich mal, mit 3-0, aber wenn man sieht, in der ersten Halbzeit hatten wir doch unsere Chancen. Da müssen wir die Tore machen, abgeklärter sein und dann denke ich, läuft es auch nicht so, dass man in einem Freundschaftsspiel oder Testspiel, Freundschaftsspiel kann man ja nicht sagen, dann 3-0 verliert. 3-0 ist eindeutig zu hoch und deswegen kann man nicht zufrieden sein. Ja, insgesamt, bis auf das Ergebnis, glaube ich, war das okay. Wir haben alles versucht und man hat ganz klar gemerkt, dass der Klassenunterschied, der war schon um einiges größer heute, aber wir haben viel durchgewechselt. Ich glaube, der Trainer kann seine Schlüsse daraus ziehen. Im Großen und Ganzen war es okay. Dass es für uns sehr gut war, um zu spielen statt zu trainieren, das ist immer gut. Wir haben viele Spieler, die eigentlich wenig gespielt haben, so, wir waren sehr froh. Leider haben wir die internationale Spieler nicht dabei, aber ich bin sehr zufrieden. Ein gutes Niveau van die Gegner, zo had me zeker gefreut. Ja, zeer, zeer ambitioneerd. Was mir aufgefallen ist, die coaching viel. Dat sieht man nicht mehr oft. En er sind viele Leute bei, die ambitioneerd sind en Persönlichkeit haben. En das gefällt mir sehr. Ik denk, wir haben verdient gewonnen. Haching hat in der ersten Halbzeit ein, zwei Möglichkeiten gehabt, haben das Tor nicht gemacht. Und ja, wir haben uns davon nicht beirren lassen, haben unser Spiel weitermachen lassen und haben dann, denke ich, zum Schluss verdient gewonnen. Ja, mit Red Bull Salzburg war es natürlich ein guter Gegner, die wir gehabt haben. Und wir konnten halt einmal die Spieler einsetzen, die in letzter Zeit eben nicht so häufig gespielt haben. Und es war eigentlich ein vernünftiges Spiel. Vom taktischen Verhalten war das in Ordnung. Die Chancenverwertung müssen wir natürlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber im Großen und Ganzen waren wir dann mit den ganzen Spielern zufrieden, die gespielt haben. Ja, es war ein gutes Testspiel für uns, für alle, auch die sonst nicht so zum Zuge kommen. Denke ich, war das ein sehr ordentliches Spiel. Und jetzt müssen wir einfach zum nächsten Punktspiel übergehen.